So, da wären wir wieder. Ich wollte jetzt wieder nach oben, um einen Weg zurückzufinden. Und mir ist was eingefallen. Hier gibt es einen Weg zurück. Ah, die Fallgrube ist gar nicht mehr da. Das macht das Ganze natürlich auch gleich wesentlich einfacher. Also, wir müssen jetzt nach oben, dass wir da rechts rum. Bevor wir hochgehen, schlafen wir erstmal mit dem Rücken zur Treppe. Hoffentlich respawnen die Gegner hier unten nicht so flink wie da oben. Das ist doch schon recht garstig gewesen. So. Gehen wir mal auf die Seite mit den Heiltränken. So, und hoch da. Hier, wir sind da unten. Wir müssen jetzt eigentlich nur rechts an der Wand lang für eine ganze Ecke. Also grob rechts an der Wand lang. Ja, rechts an der Wand lang bei einem Dreher ist nicht so praktisch. Und überall höre ich Bienen. Was komisch ist, denn wir waren hier doch schon fast überall. Ah ne, da unten waren wir nicht. Da können wir mal kurz reingucken. Vielleicht ist die Opfergabe ja auch hier irgendwo. Und wo kommst du denn her? Wo kommt ihr denn her? Zack, zack. Remi macht nur Bakata Schaden momentan. So, Heilung. Stufe 3. Und die nächsten Bienen, die kommen, die brutzeln wir einfach. Oh, das Licht geht schon wieder aus. Wir haben langsam auch kein Öl mehr, kann das sein? Da ist noch eine Flasche. Zwei Flaschen haben wir noch. Ja, wenn wir mit Bakata schon kein Kriegerlevel trainieren können, dann wenigstens Magierlevel. So, wie kommen wir zu der Truhe da hinten? Also ja, ich weiß, ich wollte eigentlich nach oben, aber wenn da schon eine Schatzkiste ist, dann muss es doch irgendeinen Weg dahin geben. Hm, ist das überhaupt eine richtige Fallgrube? Denn in diesem Spiel gab es auch Fake-Fallgruben. Und es scheint eine zu sein. Genau, eine optische Täuschung. Und ist das Schloss auch eine optische Täuschung? Nö. Rapier-Hacker. Und eine Schuppenrüstung. Sehr schön. So, die Schuppenrüstung bekommt erstmal er. Und was macht der Rapier? Wesentlich weniger Schutz. Mehr Angriff, aber nicht so viel Angriff, wie eine ordentliche Waffe machen würde. Das heißt... Oh, ist besser als ein Langschwert. Drei mehr Schutz. So, hier war noch eine Ecke, wo wir nicht waren. Ne, da unten waren wir auch schon. Na, schön, dann haben wir die Etage hier auch quasi abgeschlossen. Und jetzt müsste ich hier oben... Ja, super, die Fallgrube ist weg. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt in den Bereich, den wir mit dem anderen Glasauge freigeschaltet haben. Das da. Und was war mit dir? Dich haben wir nicht auch bekommen, ne? Markieren wir sie mal wieder, probieren noch ein bisschen rum. Nö. Und sie brauchen noch eine ganze Ecke, bis sie die nächste Stufe hat. Schlüssel haben wir auch keinen. Nee. Einschlagen will ich das Ding nicht unbedingt. Ich bin immer noch traumatisiert von der Tatsache, dass ich in der Diebeshöhle einfach so die Kiste kaputt gemacht habe, statt den Schlüssel zu benutzen. Das war ja nicht so toll. Das heißt, wir gucken uns hier erstmal noch weiter um. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Schlüssel. So, was haben wir hier? Silbermünzen. Ein Heiltrank. Ein Stock. Und der Stock ist richtig, richtig mies. Hm. Okay. So, Dreher. Hier ist nichts.
Hier sind mehr Ratten. Hop, sie ist schon umgefallen. Und ich glaube, die Angriffskraft bestimmt wirklich auch, wie oft wir treffen. Denn Bakate trifft inzwischen wesentlich öfters als Axel. Axel trifft eigentlich gar nicht mehr. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Weg hier. Nein, nicht in eine Sackgasse laufen. Das ist keine gute Idee. Werden wir gleich ein paar Ressourcen verbrauchen müssen. Oder auch nicht. Schnell schlafen. Hoffen, dass einer von den beiden schnell stirbt und wir ihn hochheilen können. Komm, Axel, tu uns den Gefallen. Stirb. So. Und Bakate auch. So. Uah, nicht hier schon wieder. Ja, wir sind auf der Etage, wo der Respawn so schnell ist. Das merkt man doch recht schnell. So. Also, hier haben wir gerade einen Lederwams aufgehoben. Was haben wir hier noch? Wir suchen ja eigentlich irgendetwas, das wir als Opfergabe benutzen können fürs Drakel. Ein Trinket, meinte sein Diener. Dieser kleine, schwarze, berubte Mönch. Ups. Und ein Trinket ist für mich eigentlich ein Schmuckstück. Und es scheint nicht hier zu sein. Ja, das ist nicht gut. Wo ist es dann? Also wir haben hier noch die andere Kiste, die wir nicht aufbekommen. Und wir haben hier die Nische. Was ist mit der Kiste da? Die können wir uns auch mal kurz angucken. Die ist leer. Weiter hoch. Kapselraum. Achso, hier haben wir das Mädchen gefunden. Hm. Wir können mit der Nische ein bisschen rumprobieren. Wir dürfen dann nur halt nicht wieder aus Versehen runterfallen. Denn wir wissen ja immer noch nicht, wie genau wir es wieder hinbekommen haben, dass die Grube weg ist. Also die Fallgrube war ja im Weg, sobald man die Treppe hochgekommen ist. Und er braucht jetzt eine ordentliche Waffe, da geht nichts drum rum. So, 18 ist zwar nicht besonders gut, aber besser als 12. Ah, das Schwert ist echt mit das Beste, was wir haben. Hm. Ah, gut. Da ist die Nische. Ah, hier ist noch die unsichtbare Wand. Da gucken wir nochmal kurz rein. Ja, hier waren überall Drehe. Hier kann man aber nichts machen. Und hier ist nur irgendein Schalter, der irgendwas macht. Ah, hier kamen, glaube ich, einmal Feuerbälle, genau. Gut. Und hier war auch der Zugang zu diesem, zu dieser Umgehungsstraße, wollte ich schon fast sagen. Aber wo geht's weiter hoch? Da ging es hoch, aber da kommen wir gar nicht hin. Hm. Wir können gar nicht wieder ganz raus. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir sind hier drin gefangen, bis wir eine Opfergabe gefunden haben. Auch eine gute Marketingstrategie. Und da ist was in der Wand. Nische wollten wir. Und heil mal. Hoffentlich steigt auch mit den Kämpferleveln die Angriffskraft. Also die Stärke hier. Denn sonst kommt Axel niemals auf den grünen Fuß. Ich bin
Und schlafen wir mal hier. Heilung. Einmal für dich. Und einmal für dich. Und nochmal schlafen. Mit der ewigen Bedrohung, von einer Steinkeule aufgeweckt zu werden. Ja, und speichern wir hier mal ab unter LP07A. Und spielen jetzt hier mit rum. Also, wenn wir da was gegenwerfen, geht da eine Fallgrube auf. Geht da eine Fallgrube auf. Und die da hinten anscheinend... Und die da hinten geht anscheinend wieder weg. Ha. Die Fallgrube wandert. Das war ja einfach und da ist nichts drin. Oh, eventuell haben wir das da schon rausgeholt, was da drin war. Na gut, hier oben haben wir alles bis auf die Truhe da. Und wir haben das gleiche Problem wie vorher, oder? Wenn wir jetzt den Knopf drücken, kommt da die Grube hin. Wenn wir sie nochmal drücken, kommt sie dahin. Wir fallen automatisch runter. Das heißt, wir können nicht wieder zurückgehen, außer wir fallen jetzt hier runter und drücken dann unten irgendwas, dass die Grube wieder resettet. Das, was wir vorhin ja auch gemacht haben, wobei ich nicht weiß, was es war. Wir hätten die Truhe echt einfach einschlagen sollen. Na gut, gucken wir uns unten wieder um. Was haben wir hier noch? Hier waren wir eben gerade mit den ganzen Bienen beschäftigt und hier war nichts Ordentliches. Die Truhe können wir uns mal angucken. Und euch ignorieren wir jetzt einfach mal, so gut es halt geht. Trier sind nicht gut. Trier sind gar nicht gut. Da ist die Truhe. Also nach Süden. Stromschlag. Sip, sip, sip. Ja, so ein Flächenzauber wäre echt nicht schlecht. Aber man kann nicht alles haben. So. Die Kiste, da war der rote Schlüssel drin. Bringt uns also auch nicht weiter. Die Nische war komisch. Genau, wenn was drauf liegt, ist sie weg. Nehmen wir den Schnitter da rein, den Trianstock und hoffen, dass irgendwas davon das Ding auslöst. Wir haben das Stilett da, wir haben Beißer da und das war... Ah ne, das ist ein normales Beil, das bringt nichts. So, das sind jetzt alle besonderen Waffen, die wir haben. Na komm. Sagte Stein rauf. Oh, wir können das da wieder rausnehmen. Ha. Huh. Das ist eine echt komische Nische. Aber gut, bringt uns hier nichts. Also kommt wieder alles mit. Und wir gehen immer runter. Langsam laufen wir außer... langsam haben wir keinen Raum mehr, den wir erforschen könnten, wollte ich sagen. Da ist noch was. Da ist noch eine Kiste, aber die haben wir, glaube ich, schon geplündert. Und wir hätten vorher vielleicht schlafen sollen. Zack, na komm. Ein guter Treffer und die blöde Ding da ist weg. Ach, na also. Oh, da ist eine Kiste. Sehr schön. Dann wollen wir mal kurz Licht machen. Heilung. Und ich höre gar keine Bienen mehr. Das ist ein sehr gutes Zeichen.
Jetzt haben wir endlich alle erwischt. Und bitte, bitte geh auf. Und bitte, bitte lass irgendwas drin sein, was wir als Opfergabe benutzen können. Eine Armbrust. Nein. Und dafür ganz viele Bienen. Super. So, wo haben wir jetzt noch was? Wir haben da noch eine Kiste, die können wir noch überprüfen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wir es schon überprüft haben. Und wir haben da eine Nische und den Weg zum Drarakel. Aber irgendwo müssen wir noch letzte oder vorletzte Folge etwas gedrückt haben, was oben die Grube resettet hat. Außer es war das Laden des Speicherstandes, das könnte natürlich auch sein. Da ist eine Druckplatte, aber die haben wir alle schon entschärft. Ja komm, stirb schnell. Haben wir das hinter uns und wir haben heute wieder mehr Mana. Zu. Jetzt aber. Gucken wir kurz da noch in die Nische. Ich glaube, hier waren die verbesserten Sachen rausgekommen, die wir oben in das Dolch rein, Dolch raus reingelegt hatten. Bringt uns also auch nichts. Ha, das ist echt komisch. Und hier ist schon der Weg zum Drarakel. Ja, das heißt, wir müssen jetzt wieder nach ganz oben und die Truhe kaputt hauen. Und das Ding ist da immer noch falsch. Na gut, ich speichere jetzt mal richtig ab. Und hoffe einfach, dass wenn ich das nächste Mal den Speicherstand hier lade, dass die Fallgrube oben resettet wird. Also 07B. Und wir sehen uns gleich wieder.